Leute und herzlich willkommen zurück auf dem SCB Worst Report. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Wochenende. Mir ist furchtbar heiß, jetzt schon ja, im Studio. Mir auch. Du bringst mich schon wieder hier ordentlich zum Schwitzen. Ey. Deswegen hast du das auch schon direkt alles vertauscht auf dem SCB Worst Report im Crash Academy Channel. Danke. So ist es. Es ist heiß. Es ist wirklich heiß. Es ist der erste Ausblick auf den Natürlich Sommer. Natürlich liegt es nur an mir. Selbstverständlich. Ja, klar. Aber also ich meine, hallo, sagen, was ne? soll ich jetzt machen und sagen, danke dir. Aber nee, nein. Es ist echt heiß hier. Also. Es wird im Sommer nur noch besser, Leute. Also von daher, gewöhnt euch an den verschwitzten Anblick von uns. Wir machen trotzdem weiter und fangen natürlich an mit unserem Hot Topic heute. Und ja, ja wie das ist passt es? Ja, Hot Topic, genau. Mhm. Also wir schwitzen dahin und warten, schweißgebadet, warten wir auf die Live-Schaltung des Patches 2.4. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, ist es noch nicht am Wochenende dazu gekommen. Wir sind mittlerweile bei I angelangt, PTU, genau, im PTU. Und ja, Wetten werden angenommen, bis wohin wir im Alphabet kommen werden. So ist es, ja. Bei Reverse the Verse haben sie gesagt, sie konnten den Patch noch nicht live schalten. Da gibt es zwei Gründe großteilig für. Also die sogenannten Major Blocker sind der Code 7 Error, also der Code 7 Fehler, der dazu führt, dass man gar nicht erst in die Instanz Crusader hineinladen kann, also in den Universe gar nicht erst ankommt. Oder auch gerade gerne mal ohne Warnung da rausfliegt. Das ist einfach einer der ganz, ganz großen Schwierigkeiten, womit die Server gerade zu kämpfen haben. Und insgesamt die Client-basierten Abstürze sind halt sehr, sehr häufig und bevor das nicht gefixt ist, bringen sie den Live-Patch eben nicht raus. Aber sie bringen, wie gesagt, jetzt im regelmäßigen Abstand jeden Tag fast, also alle zwei Tage mindestens ein Update, einen neuen Patch und wir gucken mal, bis wann es dann braucht, um live geschaltet zu werden. Ja, und wenn ihr euch informieren wollt, was alles da drin steckt in der Alpha 2.4, dann schaut doch mal in das Video. Da stellen Weezen und ich die Spielinhalte und die Features vor dazu. Ja, ganz genau. Ja. Ja, und bis dahin vertreiben wir uns die Zeit und springen mal, würde ich sagen, in die Weekly Updates zu Around the Verse. Ja, und diese Woche ging es um den Concept Sale der Drake Buccaneer. Genau. Und da gab es, eigentlich hat sich Around the Verse komplett darum gedreht, ne? Definitiv, ja, richtig. Es war ein ganz besonders vorbereiteter Sale, das hatten wir bisher auch noch nicht so erwartet, beziehungsweise auch bekommen, dass sich eine ganze Folge Around the Verse direkt davor darum gedreht hat. Da gibt es dann sogar noch einen extra Artikel jetzt zu dem Buccaneer Sale, da könnt ihr dann raufgehen, wenn euch die Drake Buccaneer interessiert. Kurz zusammengefasst, sie ist ein Fighter, sie ist von Drake Interplanetary, das heißt, sie soll sehr gut mit der Cutlass und der Caterpillar und der Herald zusammenarbeiten können. Sie ist ein einsitziges Schiff und ein Jäger. Schwer bewaffnet, aber eben nur leicht gepanzert. Trotzdem agil. Ja, so ist es. Und das erfahrt ihr alles auf jeden Fall in dem Artikel von SCB dazu, der ist vollständig übersetzt. Oder eben natürlich auch bei uns in unserem Q&A Verse Report, also der erste Concept Sale Verse Report, der dann irgendwann um die Q&As erweitert wird. Ja, momentan kann man sagen, bis zum 6.6. ist im Verkauf. Bis zum 6.6., genau, inklusive Mehrwertsteuer und Lifetime Insurance für 119,12 €. Ja, zu genau. haben. Also schlag zu. Richtig. Und dann gibt es außerdem noch eine Abstimmung auf der RSI-Seite. Da fragen sie im Prinzip, okay, wo liegt das Hauptinteresse? Bei der Piraterie oder bei der gesetzestreuen Seite? Also stimmt damit ab und dann gibt wird es spannend. Nämlich ein, genau, da gibt es nämlich dann ein Package, was ihr zusätzlich kriegt. Wenn ihr die Buccaneer kauft, kriegt ihr in Höhe von 10.000 UEC ein Waffenpackage. Und mit dieser Abstimmung versuchen sie sozusagen die Waffen zusammenzustellen, damit sie dazu passen, was die meisten abgestimmt haben. Wichtig ist, es gibt nur ein Package für alle, die eine gekauft haben, egal was ihr abgestimmt habt, ob ihr eben gesetzestreu oder Piraterie haben wollt. Das wird dann eben nach Masse ausgewertet. Und wofür die meisten Leute gestimmt haben, da wird eben passend dann eine Bewaffnung zusammengestellt. Mhm. Könnt ihr mir zum Beispiel vorstellen, so Sucker Punch Kanonen eben für die eher Leute, die eher in die Richtung Piraterie gehen wollen, das wäre so ein Package. Oder eben, wenn es dann irgendwann Richtung gesetzestreue Leute gehen würde, dann vielleicht einfach ballistische Waffen, die jetzt noch nicht dran sind an dem Schiff groß. Das wäre eine Möglichkeit. Stimmt da auf jeden Fall ab, wenn ihr eine Buccaneer habt, denn dann könnt ihr ein bisschen selbst mitentscheiden, wohin die Reise gehen soll. Ja, und außerdem, das hatte ich vorhin schon mal angeteasert, kommen noch Q&As. Mhm, genau, die folgen diese Woche. Ne? Mhm, genau. Also da wird es dann mehr Infos dazu geben, auch eine Zusammenfassung auf dem Channel dann natürlich für euch.
Ja, und was gab es noch? Genau, ein Artikel auf SCB. Genau. Liegt dazu auch bereit. Könnt ihr nochmal alles nachlesen. Und zu den Videos kommen wir auch nochmal. So ist es, natürlich, genau. Diesmal ganz wichtig, wir werden das Q&A-Video nicht einzeln machen. Die kommen am Mittwoch und am Freitag und dann jeweils eins dazu machen, sondern wir fassen das Ganze wirklich in einem großen Frage- und Antwort-Video zur Buccaneer zusammen. Also seid nicht enttäuscht, wenn das dann erst am Wochenende kommt, dann haben wir alle Fragen und wir können uns entsprechend darauf vorbereiten. Ja, das war auf jeden Fall das Main-Topic von Around the Verse, der Buccaneer Sale. Und von da aus gehen wir dann zu den restlichen Themen, die wir bei Around the Verse gefunden haben. Ja, und zwar kam es zu einem kleinen Abschied vom Art Director Mark Skelton. Der liebe Gute ist ja immer gependelt von Austin nach L.A. und das wurde ihm jetzt zu viel. Also klar, eine riesengroße Reisebelastung. Mhm, kann und, man sich vorstellen, das muss man sich mal überlegen. Das sind von Austin nach L.A. sind so roundabout 5000 Meilen Luftlinie, die er dann jede, alle zwei Wochen immer hin und her pendeln musste. Ich selber habe mal einen Roadtrip tatsächlich L.A. nach Austin gemacht und es waren alleine 5000 Meilen wirklich mit dem Auto. Also von daher, das ist eine lange, lange, lange Strecke und wenn man dann eben ein bisschen schneller ist, sind es 4000. Aber was soll's, der musste halt eine ganze lange Belastung auf seiner Familie haben. Genau, und, das geht und die Familie geht dann auch irgendwann vor. Mhm. Ja, also von daher alles Liebe für Marc und für die Zukunft. Für die Zukunft, man sieht sich immer zweimal, wenn nicht dann im Verse. So ist es, da bestimmt. Der Mann hat mich sehr bedauert, dass er den Abschied nehmen muss, das tut ihm sehr, sehr leid, aber es geht einfach nicht anders und man kann es verstehen. Aber er wird auf jeden Fall als Backer bei Star Citizen dabei bleiben und man kann ihn dann vielleicht irgendwann mal im Verse retten, ausrauben, was auch immer. Je nachdem, was ihr abstimmt bei der Buccaneer. Genau, welches Waffen es kann. So ist es. Ja. Was gab es noch Neues? Zur Alpha, ne? Mhm. Also Alpha UEC, da wurde nochmal klargestellt, dass es eine Testwährung ist und dass es immer wieder zu Wipes kommen wird, also dass sie dann quasi gelöscht werden mit allem, ja, was da einherging und im Moment ja, es ist eigentlich nur für die Server-Performance und fürs Balancing. Ja, so ist es. Also von daher, seid nicht enttäuscht, bei einem neuen Patch ist dann auf jeden Fall alles wieder gewiped. Wir haben das jetzt mit dem PDU schon 5-6 Mal durch. Wir haben immer wieder unsere Klamotten gekauft, dann waren sie immer wieder weg. Muss man sich dran gewöhnen. Dann wieder neu. So ist es, genau. Aber macht ja auch Spaß, umso öfter kann man shoppen gehen. Willst du auch wirklich, dass mir jetzt weiter heiß wird hier? Also wirklich. Na gut, also wir gehen weiter direkt ins nächste Topic und das sind die Shops, die jetzt für die Piratenbasis integriert werden. Das heißt, es läuft jetzt im Hintergrund als Weiterentwicklung, wird die Piratenbasis jetzt mit neuen Läden ausgestattet. Dazu soll es dann auch neue Klamotten geben, die dann auf dieser Piratenbasis verkauft werden, die viel piratiger aussehen sollen. Vielleicht wirklich was für die Outlaws. Genau. So, ich stelle mir so benähte Lederjacken vor oder sowas in der Art. Wird ganz lustig werden. Und neue Assets. Ja, genau. Ja, das wolltest du gerade sagen, ne? Genau. Sorry, bin ich dir voll rein. Genau. Neue Assets soll es geben dann im Kasaba Store und darauf können wir also auch gespannt sein. Ja, was auch immer das dann ist. Wir wissen noch nicht, ob Kleidung, Mützen, Schuhe, wäre super, aber alles in der Art. Also das wird auf jeden Fall hinzugefügt. Ja, und dann haben wir noch gleichzeitig noch was zur Erweiterung des Frankfurt Office. Da ist ja Foundry 42 Frankfurt. Da gibt es Neuigkeiten, weil die ganz schön ausbauen, ne? Ja, und zwar soll das auch schon Anfang August alles fertig sein. Also die Räumlichkeiten werden dort ausgebaut und mit dem ersten Teil quasi, den sie jetzt da ausbauen, wird es dann so sein, dass bis zu 25 neue Mitarbeiter da einen Raum finden werden. Mhm. Und sie haben gleichzeitig auch schon nachgefragt oder sind am Verhandeln über weitere zusätzliche Räumlichkeiten, die dann nochmal Platz bieten für 11 weitere Mitarbeiter. Also ihr seht, es wächst und gedeiht. Aber hallo, ja, also Frankfurt wird richtig groß. Einer geht, 20 kommen. Definitiv, ja, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und passend dazu haben wir auch noch ein Interview und zwar mit einem der Designer und Developer. Mit Matt Sherman war es, genau. Der hat ganz viel über die Drake-Familie gesprochen und das hat auch SCB für euch gesondert übersetzt. Könnt ihr mal reinlesen, wenn ihr gerade Fan von Drake seid oder euch jetzt mit der Buccaneer beschäftigt. Da hat er sehr viel erzählt, wie die Schiffe so zueinander passen, ne? Genau, und was eigentlich eine Familie ausmacht. Genau, also wie sie halt miteinander kombiniert werden, welche Aufgabe hat die Herald, keine Ahnung, die ist für die Überwachung und sammelt die Infos und daraufhin wird dann die Buccaneer dafür sorgen, dass irgendwie das Ziel nicht mehr wegkommt, genau. Nicht mehr wegkommt und so weiter und so fort. Also das ist ganz spannend, lest da auf jeden Fall nach. Da waren auch viele Infos dabei, die man vorher so noch nicht
nicht ja, auf dem Schirm hatte. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen dann von da aus weiter zu Reverse the Verse und zusammengefasst mit der Subscriber Edition, die auch war letzte Woche. Und da können wir also ein paar einzelne Punkte euch geben. Ansonsten klickt auf die Artikel und schaut euch das Ganze nochmal in ausführlicher Form an. Wir haben uns das Wichtigste rausgezogen und das ist auf jeden Fall zur Reliant. Da fange ich jetzt mal an. Ist ja auch mein Lieblingsschiff in dieser Größenklasse. Und da kann ich nur sagen, alle, die Varianten besitzen zur Reliant, müssen sich leider bis zum Hangar-Ready werden dieser noch gedulden. Selbst wenn 2.4 live geht, sollen die Besitzer der Zen- oder Mako-Varianten leider keine Core-Variante in den Hangar bekommen. Das heißt, ihr müsst euch doch so lange gedulden, bis die dann soweit flight-ready ist. Mhm. Dann bekommt ihr nämlich als Leihschiff auf jeden Fall die Core, bis die Varianten dann da sind. Ist ein bisschen schade, ich hätte mich auch drüber gefreut, aber leider wird es wohl nicht anders möglich sein, ist technisch nicht anders lösbar. Dementsprechend muss man noch ein bisschen Geduld haben als Variantenbesitzer, bis man die Basisvariante dann im Hangar anschauen muss. Ja, okay. Aber dann kann man auch, wenn der Verkauf kommt, ne? Ah, ja, genau. Kann man direkt wieder zuschlagen. Richtig. Ja, denn der Verkauf soll nämlich mit dem Release von 2.4 dann auch folgen und genauso dann im gleichen Atemzug werden dann die Starfarer und die Gemini wieder zum Verkauf bereitstehen. Mhm. Ja, und als nächstes, alle, die sich schon gefragt haben, ich habe doch bei dem Schubin Mining Contest mitgemacht, meine Bewerbung da abgeschickt, was ist da los, wo sind die Gewinner, drücken wir es mal nett aus. Es ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ne? Ja, also sie sagen wir viel so, zu tun. CIG hat es vergessen. Ja, sie haben, bei Reverse the Verse zugegeben, dass sie es leider vergessen haben oder versäumt haben, wie auch immer, diese ganzen Bewerbungen durchzuschauen. Und werden das aber auf jeden Fall diese Woche nachholen. Das heißt, die 5 Gewinner werden dann auch hoffentlich diese Woche announced und bekannt gegeben. Also von daher verzeihen wir Ihnen das mal. Das war ja jetzt auch. Sollen sich mal los. Genau. Lieber Bugfixing. So ist es. Sollen sich mal ums Game Development kümmern. Das ist viel wichtiger. Aber dementsprechend alle, die da mitgemacht haben, wartet noch in der Woche, soll es dann hier innerhalb dieser Woche soll es dann bekannt gegeben werden. Ja, und dann gab es noch eine nette Info zum ersten Version des Komponentensystems. Das liegt nämlich quasi fertig in der Schublade. Sie haben als allererstes gesagt, dass der Basiscode dafür bereits fertiggestellt ist und es in den nächsten Patches eingebaut werden soll. Ja, und was soll es alles enthalten? Ja, Energiegeneratoren, Kühler und jetzt kommt die Multiquellenschilde, die ich mir extra von dir habe erklären lassen. Genau, also das soll alles dann mit drin sein in der ersten Version des Komponentensystems und zu den Schilden, ne, also was vorher eben eine Blasenform war, das wird dann so nicht mehr stattfinden, sondern es wird eine sogenannte zweite Haut, ein Oberflächenschild geben, ne, was sich dann an der Form des Schiffes orientiert. Also das ist eine große Neuerung. Ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig wird es so sein, dass die Schilde eben dadurch verschiedene Projektoren haben an Bord des Schiffes. Das heißt nicht nur einen, der dann eben diese Blasenform bildet, sondern mehrere, die dann auch einzeln ausfallen können und die dann einzeln repariert werden müssen und so weiter. Also es wird dann etwas komplexer, auch in der Schildmechanik, sobald es diese erste Version vom Komponentensystem da ist. Ja, und von da aus geht es dann nochmal in die Schiffsupdates von Reverse. First of all, da haben wir insbesondere 2 und beide beginnen mit C, witzigerweise. Ja, fangen wir doch mal an mit CA, der Carrick, genau, wie im Alphabet. Ja, und der Carrick, da gab es eine Prüfung zum kompletten Konzept im Prinzip. Also wie ist, oder passend zur Rolle, da sind sie jetzt halt am Überlegen und werkeln in puncto Jump Points, Ausrichtung, Erkundung, Kartografie, genau. Das ist gerade der Schwerpunkt bei der Carrick. Dass das alles noch zusammenpasst mit den Konzeptarbeiten, die bisher gemacht wurden, da wird sich sicherlich noch ein bisschen was ändern. Vielleicht wird das Schiff auch wieder ein Stück größer, wir kennen es ja von CIG nicht anders. Ja, und von da aus gehen wir zum zweiten mit C, das ist übrigens auch C, aber hat ein T, darum hattest du völlig recht. Das ist dann die Caterpillar und da gibt es also folgendes Update. Sie wird vermutlich sogar ein Stückchen länger werden, das heißt 110 Meter ist jetzt angekündigt. Ist aber noch nicht sicher, also freut auch noch nicht zu früh. Aber es sieht so aus, als würde sie ein bisschen wachsen. Außerdem gibt es noch eine Frage zum Preis. Und zwar, es kann sein, dass der Preis steigen wird, wenn sie wieder in den Verkauf kommt, zum ursprünglichen Konzeptzählpreis. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, es waren damals etwa $250. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber Ben Lesnick sagte selber, er prüft das nochmal. Es kann sein, dass das Schiff, wenn es wieder in den Verkauf kommt, dann trotzdem den gleichen Preis hat wie vorher. Da werden wir noch Neuigkeiten zu kriegen. Weil sich das Schiff sehr verändert hat, kann es eben sein, dass es im Konzeptzählpreis bleibt, wenn es das nächste Mal verkauft wird. Ja, und wann könnte es das nächste Mal verkauft werden?
Tja, gute Frage. Ist auch wieder nicht sicher, ne? Ja, richtig. Höchstens, wenn es Hunger ready ist. Genau, also, das war die Info. Wenn es Hunger ready ist, könnte es wieder in den Verkauf kommen. Vielleicht früher, vielleicht später. Wir wissen es noch nicht. Und sie haben auch gesagt, sie entscheiden das später noch. Ja, und von da aus sind wir durch mit Reverse the Verse und gehen, glaube ich, zum Galactic Guide R-Corp. R-Corp, genau. Das wurde diesmal abgehandelt. Und R-Corp, das Mega-Unternehmen-Monster. So kann man es eigentlich schon sagen, genau. Also er ist sowohl eine Firma, eine Riesenfirma mittlerweile, und gleichzeitig ein Planet. Und darüber wurde geschrieben, berichtet, auch alles für euch übersetzt. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal nachlesen. Ja, und dieses Mega-Unternehmensmonster, Ja, also sie sind sehr bekannt dafür, dass sie Fusionstriebwerke herstellen und auch Fusionsgeneratoren und Reaktoren. Dazu muss man eben sagen, R-Corp kennen die meisten von euch schon aus dem Social-Modul, zumindest die Area 18. Machen gleichzeitig noch Bergbau und Terraforming und Exploring sogar ein bisschen, genau. Und ist inzwischen eine sehr, sehr bekannte Marke im ganzen, in der ganzen Galaxie. Sie haben zum Beispiel eine Strohfirma eingerichtet im Xi'an-Raum, die wiederum dort ihre Produkte verteilt. Was sehr, sehr spannend ist an dem Galactic Guide, ist der Anfang von R-Corp. Genau, nämlich, dass es eine kleine Heldengruppe sozusagen war. Damit hat das Ganze angefangen, also die haben das entdeckt. War eine Gruppe von Leuten, Freunden, die sich zusammengetan haben, mal kurz explored, und auf einmal ist es dann gewachsen, gewachsen und auf einmal ein Riesenunternehmen geworden. Genau. Es ist vielleicht so ein bisschen beispielhaft R-Corp für das, was später einige Citizens in einer kleinen Gruppe erreichen können. Man fängt klein an und irgendwann wird man dann zu einem großen Unternehmen. Und dafür ist es sehr spannend. Schaut mal in den Galactic Guide rein. Gerade R-Corp ist sehr, sehr interessant, weil es jetzt schon im Spiel drin ist, zumindest in einer Landezone, und hat sehr, sehr viele Infos. Und vielen Dank für die Übersetzung an unsere Leute. Vielen Dank von an SCB. Dieser Stelle. Und genau, und da ihr da so fleißig dran arbeitet, auch ein riesen Dankeschön nochmal, was vielleicht manchmal nicht so von R-Corp gemacht wird, denn die Arbeitsbedingungen sollen da sehr schlecht sein, haben wir gehört. Definitiv. Also, genau. Also es gibt viele Familien, die dort geboren werden, direkt arbeiten und dann da auch wieder sterben. Also das ist so der kleine tricky Point da. Genau, so. Ansonsten, zum Planetensystem oder zum Planeten R-Corp gab es da auch Infos. Und mehrere Schichten von Fabriken war da das Stichwort. Ne? Wir bauen weiter und weiter und weiter. Genau, der industrialisierteste Planet im ganzen, in der ganzen Galaxie ist gleichzeitig eigentlich Stanton 3. Und wie gesagt, wie das ungefähr aussieht, könnt ihr euch im Social-Modul schon mal angucken. Da sieht man schon die erste Umgebung davon. Und den Rest erfahrt ihr dann in diesem Galactic Guide. Ja, womit ging es weiter? Mit noch einer Short News zur Buccaneer. Genau, wieder zur Buccaneer. Also für alle an dieser Stelle aufgepasst, die eine Cutlass Black haben. Ja, also ihr kriegt, wenn ihr euch eine Buccaneer kauft, einen 10-Euro-Gutschein. War das 10 Euro? 10 Dollar? 10 Dollar-Gutschein. Das ist ein wichtiger Unterschied. Genau, also ihr kriegt einen 10-Dollar-Gutschein, aber das gilt für alle Besitzer der Cutlass Black. Also Red oder Blue Halter, die sind leider in dem Punkt ausgeschlossen. Ja, die sind nämlich teurer, die Schiffe an sich. Genau. Schon. Und aber was ihr auch machen könnt, also das sogenannte CCU, Cross-Chassis, oh mein Lieblingswort, Cross-Chassis Upgrade, da könnt ihr eure Cutlass Black später auch aufwerten oder auf... Upgraden genau. Auf eine Buccaneer. Da könnt ihr dann den Gutschein zum Beispiel auch einsetzen. Das könnt ihr so lange machen, wie der Sale läuft. Wie gesagt, bis zum 6.6.2016, übrigens schönes Datum. Ja, sicher. Bis dahin könnt ihr das aufwerten und könnt dann eben diesen 10-Dollar-Gutschein einsetzen. Ja, mehr Infos dazu auch im Artikel von SCB, da ist es nochmal im Detail erklärt. Und wir kommen dann nochmal zu unseren Videos, die wir jetzt hatten. Da haben wir eine kleine Videoreihe gestartet, eine Let's Play-Reihe, und da geht es um die Starfarer Gemini. Genau, und da habt ihr euch mal wieder schön ausgetobt. Ja, kann man anders sagen. Ja, in der kleinen Let's Play-Serie. In dem Zusammenhang zur Starfarer Gemini kann man auch gleich sagen, gibt es auch eine Abstimmung. Ne? Ja, also genau. Alle Patrons können abstimmen zum Namen. Wie das liebe kleine, große, gute Schiffchen denn heißen soll. Also, genau, also Patreons unter euch aufgepasst, geht mal auf unser Patreon-Profil und loggt euch da ein, und dort könnt ihr abstimmen, wie das Schiff in Zukunft heißen soll, damit es auch wirklich in der Serie so ein bisschen fortgeführt wird. Wir spielen jetzt einfach mal die Tanker-Crew da. Ja. Schaut mal in die beiden Let's Plays rein. Der erste Teil ist, also die ersten beiden Teile sind schon online. Der erste Teil, da geht es im Grunde genommen um einen Kampf, den wir mit einer Avenger Warlock haben, die uns immer wieder mit ihrem EMP
verfolgt. Und wenn ihr mal seht, wie sich das im PTU schon auf die Starfarer auswirkt, schaut da mal rein. Und anschließend machen wir noch mit die ICC Probe Mission. Da muss dann der liebe Dozer raus und Reason macht die Klappe auf und Dozer muss das Ding da einsammeln. Sehr schön. Der Arme, der muss immer raus, ne? Ja, ja. Naja, das ist ein Marine. Der hat, das ist sein Job. Das hat er sich so ausgesucht. So, wow. Genau, so ist es. Ja, richtig. Wie dieser Roadrunner. Ja, genau. Also, ja. Genau. Der Kojote, der immer... Genau. Naja, genau diesen Absturz kriegt übrigens Sly. Das ist der zweite Teil. Da versucht er nämlich auf einer Landeplattform zu landen und wie man in Berlin sagt, hat dann ordentlich mit der Fresse gebremst. Und so wird es dann auch, geht es dann auch weiter, die Episode. Da geht es dann ums Cover Lake Shipping Hub. Könnt ihr euch beides angucken. Ist eine sehr, sehr lustige Sache. Und wir werden diese kleine Starfarer-Crew eben mal jetzt in Zukunft noch so ein bisschen öfter kommen lassen, ja. Damit Schöne wir ein paar Idee. Abenteuer erleben. Genau, richtig, ja. Das war das. Und dann haben wir noch... Ja, zu guter Letzt, wie immer, eine kleine Interaction, wo ihr wieder gefragt seid, abstimmen könnt, sollt, wollt und genau, ein Häkchen setzen. Und diesmal haben wir uns gefragt, ja, was haltet ihr überhaupt von der Buccaneer, von dem Konzept? Genau, und, genau. Was findet ihr dazu? Ja, lasst es uns wissen, auf Google Plus könnt ihr abstimmen und ordentlich voten, wie ihr die Buccaneer denn selber so findet und uns natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr denn so findet zur Buccaneer, ob ihr euch eine gekauft habt und ob sie euch interessiert an sich. Ansonsten natürlich lasst uns einfach Feedback da, wie ihr die Episode fandet. Wir sind nämlich durch mit dem SCB-Verse Report für diese Woche. Freuen uns sehr über eure Kommentare, über eure Likes oder Dislikes. Selbstverständlich ganz besonders, wenn ihr unseren Channel abonniert und damit wirklich up-to-date bleibt zu Star Citizen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und natürlich auch, wenn ihr beim Voting zum Namen der Starfarer teilnehmen möchtet, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil. Werdet Patreon, sucht euch einen hübschen Reward aus. Das würde uns ganz persönlich sehr, sehr freuen. Ja. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ja. Und der liebe Sawyer und Cecilia verabschieden sich wie immer mit einem See you on the flight deck!